Oh, ist das ekelhaft. Was ist denn hier los, Leute? Moin, moin, Überlebenskünstler, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren schaurigen Folge The Evil Within 2. Wir sind jetzt hier in Union angekommen. Und nun schauen wir mal. Gibt's Kraut? In Resident Evil. Was hier so passiert. Alles klar, viel Spaß damit! Eine Pflanze mit heilenden Eigenschaften. Mit dieser Komponente können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Na, das kommt uns ja bekannt vor. Okay, im Gegensatz zum ersten Teil sind wir hier in Union und das ist so eine kleine Hub-Welt, sag ich mal. Ne? Also nicht Open World, aber so eine kleine Hub-Stadt soll das wohl sein. Ne? Wir gucken uns das hier gleich mal an. So, auf jeden Fall ist schon mal Regenwetter angesagt. Gibst du was für mich? Nee. Armer Mistkerl. Hier so verwesen zu müssen. Ja. Keine Sorge, Sebastian. Das ist nur eine kleine, ruhige Stadt. Ja. Mit Sicherheit. Du musst essen. Haut und Knochen. Hallo? Du musst essen. Hey! Sie muss mich gehört haben. Ich schaue lieber mal nach. Na, ich weiß nicht. Hallo? Mhm. Da wäre ich aber sehr vorsichtig jetzt. Haut und Knochen. Du musst essen. Haut und Knochen. Aufessen. Du musst essen. Du musst essen. Haut und Knochen. Oh, ist das ekelhaft. Ich sagte, iss! Leute! Na also. Weine nicht. Es ist nur zu deinem Besten. Was hast du für eine hysterische? Fuck! Was denn hier los, Leute? Haut und Knochen. Okay. Oh Gott. Jetzt soll ich wahrscheinlich selber schießen, ne? Okay. Okay. Kidman. Das ging schnell. Hast du was Neues erfahren? Ja. Ja. Auf dem Knochen. Das ist hier wirklich wie ein Beacon ist. Die Leute verwandeln sich in Kreaturen. Verdammt. Was zur Hölle ist passiert? Keine Ahnung. Aber Lilly schwebt definitiv in größerer Gefahr als gedacht. Sebastian. Hör auf, Kidman. Überlass mir das. Ich finde sie. Es hat ein bisschen was von Resident Evil 7, oder? Bei den Bakers. Das ist genauso ekelhaft. Alter, wie sieht er aus hier? Ah. Okay, okay, wir gucken uns hier mal um. Haut und Knochen, Leute. Ekelhaft. Aber wir haben schon mal grünes Gel gefunden. Das ist ja so eine Art Währung hier, ne? Wofür war das? Ich glaube für Fähigkeitenpunkte oder sowas, oder? Na, aber schauen wir mal, ob wir hier noch vielleicht irgendwas haben. Vielleicht ein bisschen Munition oder sowas.
Oh, was ist das? Schießpulver. Eine explosive Mischung aus Kaliumnitrat, Schwefel und Holzkohle, die in Munition verwendet wird. 12 Jahrhunderte alt, aber heutzutage immer noch genauso effektiv wie damals. Mit dieser Komponente können Munition und andere nützliche Gegenstände hergestellt werden. Okay, da gibt es mit Sicherheit noch irgendwie so eine Art Werkbank oder sowas, wo ich da ein bisschen craften kann. Okay, okay, okay. Dann sind wir hier, glaube ich, durch, oder? Mach doch mal die Taschenlampe an. Sebastian, muss ja nicht so im Dunkeln rumirren. Okay. Ist das hier alles vom Haus? Gibt es hier kein Badezimmer oder sowas? Na gut, so wie es hier aussieht. Nicht nötig. Na gut. Dann gehen wir mal raus. Gibt es ja eigentlich eine Art Map? Jo, tatsächlich. Okay. Hier haben wir unsere Mission, unser Inventar. Okay, eine Armbrust kriegen wir anscheinend. Jede Menge Informationen, jo. Und ein bisschen Statistikkrams, okay. Mal auf die Map. Können rein und raus zoomen. Na, ich schätze mal, wir müssen erstmal ein bisschen weitergehen, ne? Unterschlupf. Achso, okay. Speicherpunkt, Spiegel, Kaffeemaschine. Wichtig, Kaffeemaschine. Okay, gehen wir mal weiter. Was war denn das jetzt schon wieder? Ich kann Kissen zerstören und gering... Warte, da muss ich jetzt nochmal gucken. Achso, einfach mit... RT. Und da haben wir schon ein bisschen Munition. Sehr gut. Und das sind Waffenteile. Verschiedene nützliche Komponenten, mit denen du an Werkbänken Waffen verbessern kannst. Ja, da haben wir das schon mit den Werkbänken. Haben wir das auch geklärt. Das ist nochmal Schießpulver, ne? Ja. Wunderbar. Die sehen ein bisschen zu stabil aus, die Kisten hier. Oh. Okay. Wie lade ich denn nach? So. Oh, 6 Schuss ist aber auch nicht viel. Huch. Bastion. Bleib ruhig, ich wollte nur mal gucken, ob hier was drin ist. Da haben wir es doch. Welcome to Union. We're glad you're here. Na, das kann ich nicht teilen. Denn jetzt? Okay, da fallen Schüsse. Und wir sehen da hinten schon irgendwelche wilden Gegner, ne? Okay, ich kann noch hier hoch. Aber ich glaube, hier ist nichts, ne? Wir versuchen jetzt uns mal zu dem Unterschlupf durchzukämpfen, schleichen, was auch immer. Aber ich gucke nochmal kurz hier, ob hier vielleicht noch was Feines für uns liegt. Sieht aber nicht so aus. Okay, danke. Okay, dann gehen wir mal eben langsam. So, die Frage ist natürlich, wie ist das Spiel ausgelegt halt, ne? Soll ich lieber eher ein bisschen mehr schleichen und Munition sparen? Oder ist das schon so gemacht, dass ich... Okay, es sieht nach Schleichen aus. Okay. Wir sind auf jeden Fall noch welche von denen am Leben. Was hast du jetzt davon? Na, O'Neill? Alter, das geht aber echt zur Sache hier. Mobius-Agenten. Also leben doch noch welche. Verdammt. Diese Dinger sind überall. Ich muss da rein und den Kerl ausquetschen. Okay. Schleichangriffe gibt's auch. Okay, das probieren wir nochmal aus. Also hoffe ich doch, dass wir es hinkriegen. Das sieht aus wie so ein
Flaschen. Zielen und werfen. Ja, okay. Zum Ablenken halt, ne? So, da soll ich doch hin, oder? Die Flasche bewahren wir uns noch auf. Ja, er kann gar nicht genug von ihm kriegen, ne? Ich versuche jetzt mal, ihn hier wegzumachen. Kriegen wir noch ein bisschen grünes Gel. Das packen wir uns mal ein. Jetzt versuchen wir den natürlich auch noch so abzumurksen. Hm. Er weiß auf jeden Fall, was er will. Ich will da rein. Nichts ist so durch. Hast du auch ein bisschen Gel für mich? Anscheinend nicht. Okay, dann. Scheiße. Oh fuck. Ach, Sebastian. Sebastian. Ja, schieb das mal davor. Okay. Das müsste eigentlich halten. Müsste eigentlich. Mhm. Okay. Dann schauen wir mal. Sind wir jetzt in diesem Unterschlupf hier? Huch. Ja, sieht so aus. Dann können wir wahrscheinlich erstmal einen Kaffee trinken. Hm. Okay. Und wo ist der andere Vogel? Okay. Bleiben Sie, wo Sie sind. Okay, alles ist gut. Nicht schießen. Aber kein Quatsch jetzt. Ich tue Ihnen nichts. Sehen Sie? Bleib cool, Kumpel. Nehmen Sie die Waffe runter. Ich bin auf Ihrer Seite. Sie sind nicht von Mobius. Nee. Und Sie sind keines dieser... Dinge, aber das heißt, das heißt nicht, dass sie auf meiner Seite sind. Richtig. Ich arbeite nicht für Mobius. Aber ich wurde von ihnen hergeschickt. Haben Sie diese Dinger da draußen gesehen? Wozu die fähig sind? Ja, habe ich. Zum Glück hat sich ihr Partner bereitwillig geopfert, damit sie entkommen konnten. Er war nicht mein Partner. Er gehörte zum Sicherheitsdienst in Union. Es war sein Job, mich zu beschützen. Und mein Job ist es, ein Hardware-Problem zu lösen. Zum Sterben werde ich hier nicht bezahlt. Ein Hardware-Problem? Ich bin kein Soldat. Ich bin nur ein Techniker. Mhm. Das sehe ich. Halt! Oder ich schieße! Oder auch nicht. Ein Soldat hätte die Waffe entsichert. Ich sag doch. Wir sind auf derselben Seite. Also nochmal von vorn. Ich bin Sebastian Castellanos. Der Basti. Was bist du für ein Lurch? Ich bin O'Neill. Liam O'Neill. Achso, ich dachte Lurch O'Neill. Sie sind nicht von Mobius, aber wurden von ihnen geschickt. Warum? Ich suche nach meiner... Ich will den Kern wiederherstellen. Genau wie Sie. Ach ja? Viel Glück dabei. Ich bin hier fertig. Ich halte hier einfach bis zur Abholung aus. Das wird nicht passieren. Nicht bevor Lily gefunden ist. Wer ist Lily? Hören Sie. Wir stecken hier fest, bis der Kern gefunden ist. Können Sie mir helfen? Wenn Sie mich bitten, mit Ihnen da rauszugehen, vergessen Sie's. Das hier ist ein sicherer Unterschlupf und hier bleibe ich. Klar? Ich habe vielleicht eine Spur zum Kern. Ich habe in der Nähe Signale auf der Frequenz des Kerns empfangen. Wir wollten sie orten, wurden aber angegriffen. Hier, hören Sie mal. Klingt wie ein kleines Mädchen, oder? Still! Wie das kleine Mädchen.
War sie das? Der Kern? Ich glaube schon. Aber ich habe hier schon alle möglichen seltsamen Signale empfangen. Sie wissen es erst, wenn Sie den Ursprung orten. Wie mache ich das? Ihr Kommunikator kann es auch empfangen. Versuchen Sie es, sobald Sie draußen sind. Wahrscheinlich empfangen Sie draußen auch andere Signale. Könnte nicht schaden, Sie zu verfolgen, um herauszu... Auf keinen Fall. Erst der Kern. Nur so kommen wir hier raus. Also gut. Okay. Verbinden wir unsere Kommunikatoren. Er will natürlich so, so schnell wie möglich Lilly finden, ne? Finde. Ja, okay. Kann wohl nicht schaden. Okay, ah, jetzt haben wir hier noch ein paar Dialogoptionen. Dann gehen wir die mal durch. Die Mission. Und wir sind auch in Kapitel 3 angekommen. Gehe nach draußen, benutze den Kommunikator, um die Stimme des Mädchens aufzuspüren. Sie stecken hier also schon seit einer Woche fest? So lang schon? Verdammt, hier vergeht die Zeit wie im Flug. Sollte ein einfacher Job sein. Rein und wieder raus. Etwa wie, zum Essen sind wir zurück. Aber das ist anders als alles, was ich bisher kannte. Wie meinen Sie das? Seltsame Dinge passieren, wenn ein Kern verschwindet, aber was hier geschieht, ist mehr als das. Hier fällt alles auseinander. Wir haben den Stabilisierungsemitter benutzt, aber er funktioniert nicht. Stabilisierungsemitter, was ist das? Sollten Sie das nicht wissen, wenn Mobius Sie geschickt hat? Was ist du für ein Klugscheißer? Ihr Team. Ihr Team bestand aus 5 Mitgliedern? Es gab einen Sicherheitsdienst, der uns geholfen hat. Aber ja, im Suchteam sind 5 Leute. Moment, haben Sie gerade Bestand gesagt? Ja. Er ist tot. Puh, überrascht mich nicht. Er hat ein Signal erfasst und ist dem nachgegangen. Ich sagte ihm, sie sollen uns abholen und die Funde melden, um die gefährliche Arbeit anderen zu überlassen. Aber als Anführer wollte er davon nichts hören. Musste immer den Tapferen spielen. Wissen Sie, es ist ein schmaler Grat zwischen Tapferkeit und Dummheit. Ja, und auch ein schmaler Grat zwischen Vorsicht und Feigheit. Wenn Sie meinen, so ist es. Ich bin nicht froh, dass er tot ist. Für was für ein Arschloch halten Sie mich? Ich hoffe, den anderen geht es gut. Ich sag Bescheid, wenn ich noch jemanden finde. Das würden Sie tun? Danke, das weiß ich zu schätzen. Also, er ist schon ein bisschen unsympathisch, ne? Da draußen ist es gefährlicher als erwartet. Irgendeine Idee, wo ich Waffen und Vorräte finde? Ich wollte Ihnen ja von diesem Signal erzählen, aber Sie haben nicht zugehört. Ah, okay. Jetzt bin ich ganz Ohr. Ich habe gehört, wie sich 2 Mitglieder des Mobius-Sicherheitsteams über Waffenlager unterhalten haben. Vielleicht kommen sie durch Sie an Ausrüstung. Interessant. Vielleicht können die Ihnen ja noch helfen. Ich denke darüber nach. Kommen Sie, ich bin hier ganz allein. Ich könnte Schutz gebrauchen. Ach du. Wenn die letzte Wache sich vielleicht nicht für Sie hätte opfern müssen? Wie auch immer. Ich markiere das Signal auf Ihrem Kommunikator. Folgen Sie ihm oder auch nicht. Ist mir gleich. Ist schon... Diese nicht so cool, der Typ. Zäh. Man braucht viel Munition, um die abzuschütteln. Haben Sie hier auch was Stärkeres? Hier drin nicht, aber draußen könnten sie fündig werden. Der Natürlich. Ort hier sollte eigentlich friedlich sein, aber Mobius und Feuerkraft gehen Hand in Hand. Wissen Sie, wo ich was von dieser Feuerkraft finde? Da draußen herrscht das Chaos. Sie werden nicht einfach über einen Haufen Waffen stolpern. Aber ich habe draußen was Nützliches bei einem verlassenen Transporter gesehen. Mhm. Ich markiere die Position. Aber Vorsicht, da ist alles voll mit diesen Dingern. Okay, dann haben wir jetzt ja, glaube ich, alles geklärt hier bei ihm. Jetzt können wir mal einmal auf die Map gucken. Was haben wir hier? Die Abtrünnigen. Untersuche die Mobius-Resonanz. Genau, jetzt haben wir... Können wir mit unserem... Kommunikator... Können wir so ein paar Sachen machen. In dieser Hub-Welt. Unter anderem halt Waffen finden und so weiter. Halt, ne? Oder so kleine Nebenmissionen angehen. Werden wir natürlich alles machen. Ach, guck mal hier, der Transporter ist auch mehr oder weniger um die Ecke. Okay, dann schauen wir uns mal um. Das ist aber ein wirklich sehr schöner Big Tower. Oder so. Oh, guck mal, Leute. Hier liegt noch Kram für uns. Schießpulver. Munition. Und die Werkbank. An Werkbänken kannst du Munition und Gegenstände aus verschiedenen Komponenten herstellen und Waffen mit Waffenteilen verbessern. Okay, cool. Dann gehen wir da direkt mal ran. Wir haben zwar nur 5 Waffenteile. Ich weiß jetzt nicht, ob das viel oder wenig ist. Das schauen wir uns auf jeden Fall mal an. So, wir können herstellen. Ach, guck mal, hier für Spritzen brauche ich 3x Kräuter. Munition. Brauche ich 2x Schießpulver. Ich gucke jetzt mal eben bei Waffenverbesserung, was wir hier machen können.
Okay. Wir können die Feuerrate, Nachladezeit, Magazingröße und Feuerkraft verbessern. Und, achso, da unten steht, wie viele Waffenteile wir brauchen, oder? Was machen wir denn da? Ich denke mal, die Magazingröße, oder, Leute? Ja, machen wir mal. Auswählen. Achso, jetzt kann ich hier... Ach, das erhöht das nur um einen Schuss und kostet 20 Waffenteile, oder sehe ich das richtig? Ich versuche das jetzt mal. Ja, okay. Das wird also noch gar nichts. Wir können jetzt hier mal einmal raufgehen. 90 Teile, okay. Also wir haben wirklich noch viel zu wenig Waffenteile. Aber gut, dann können wir uns aber schon mal ein bisschen Munition herstellen. Wie viel haben wir? 15. Ich mach das mal. Ich mache jetzt einfach alles in Pistolenmunition. Sehr gut. Okay. Improvisieren. Wähle das Improvisieren-Symbol im Arsenalmenü aus, um Gegenstände ohne Werkbank herzustellen. Ach, das geht auch. Okay. Improvisieren verbraucht mehr Ressourcen als das Herstellen an einer Werkbank und du kannst damit Waffen nicht verbessern. Improvisieren kann nicht als Schnellzugriff auf Gegenstände festgelegt werden. Okay, das ist also, wenn ich jetzt irgendwie draußen bin und Munition herstellen muss, dann kann ich das damit machen. Verbraucht aber halt mehr. Oh, jetzt kommt das Wichtige. Kaffeemaschine. Wenn du Kaffee an einer Kaffeemaschine trinkst, erlangst du deine vollständige Gesundheit wieder. Kaffeemaschinen brauen nach Gebrauch eine weitere Kanne, aber dieser Vorgang dauert eine gewisse Zeit. Also wenn das mal im echten Leben funktionieren würde. Also morgens ja, dann fühle ich mich so. Wir gönnen uns mal ein schönes Käffchen. Aber bitte schwarz. Der ganz andere Mist muss da nicht rein. Sehr gut. Hier den heißen Kaffee sich einfach runterschüttet, ne? Das tut gut. Ja. Schön. Oh, jetzt ist er wieder bei voller Gesundheit, ja? Achso, genau. So, Waffenteile. Mit ihm brauchen wir, glaube ich, nicht mehr quatschen. Und hier können wir speichern. Okay, das machen wir natürlich. Warte mal, ich habe da doch eben noch was gesehen. Da hinten liegt doch noch was für uns. Was haben wir denn hier? 15 Waffenteile. Ne, 10 Waffenteile. Können wir jetzt was machen? Ne, ich glaube, das waren 20, die wir brauchen, ne? Schau noch mal eben. Insgesamt 20, ja. Können wir schon was anderes machen? 30. 20. Und 90. Okay. Leute, jetzt könnt ihr mir mal in den Kommentaren schreiben, wenn ihr das wisst, wenn ihr das schon gezockt habt, ne? Lohnt sich das, in die normale Pistole zu investieren? Oh, hier ist noch mehr. Ja, jetzt müssen wir das machen. ja, wie gesagt, lohnt sich das, keine Ahnung, jetzt mal die normale Pistole so richtig hart zu verbessern, oder ist das eher Quatsch? Das könnt ihr mir auf jeden Fall mal schreiben, das würde mich mal interessieren. So, was machen wir jetzt? Magazinkapazität? Ne, ich glaube, Feuerrate brauchen wir noch nicht. Nachladen. Ne, komm, wir machen das mit dem Magazin. Ich glaube, das ist am besten. Okay, die erste Stufe ist erreicht. Sehr gut. Okay, ja, dann speichern wir das Ganze jetzt mal. Wo ist er denn? Dann überschreiben wir mal den alten Spielstand hier. Achso, stimmt, wir sind ja schon in Kapitel 3 jetzt. So. Dann würde ich sagen, gucken wir mal. Der Spiegel. Ja, jetzt kommen wir, glaube ich, nochmal. Wer war das? Sah ein bisschen aus wie eine Krankenschwester oder sowas, ne? Sebastians Zimmer. Ja.
Genau. Und hier haben wir eine Krankenschwester und einen Rollstuhl. Okay, hier haben wir auch nochmal eine Werkbank. Also falls wir mal irgendwie einen Spiegel finden sollten, der nicht in so einem Unterschlupf ist. Aber jetzt wollen wir natürlich einmal... Wir wollen einmal in den Rollstuhl. Ah, ich glaube, ich weiß jetzt wieder, was das ist. Ich glaube, hier können wir unsere Fähigkeiten verbessern. Oder? Was zum Teufel? Hey, lass mich hier raus! Detective Castellanos. Hallo, was für eine angenehme Überraschung. Willkommen zurück. Sie schon wieder. Wie kann das sein? Ich könnte Sie dasselbe fragen. Aber es ist schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Selbst wenn es viel zu viel gesehen hat. Ich glaube, die Sie Tante... Sie müde, Detective. Ich kann Sie wieder in Form bringen. Okay. Ich glaube, die Tante ist aus dem ersten Teil, ne? So wie früher. Okay. Genau, hier haben wir unser grünes Gel. Und können damit jetzt hier Fähigkeiten verbessern. Was wollen wir denn machen? Gesundheit, Heilung. Da bin ich immer ein Freund von. Ja, wollen wir lautlos vorgehen oder wollen wir... Nee, wollen wir nicht, ne? Wir wollen ein bisschen Rabatz machen. Ich gehe mal hier auf. Gucken wir mal. Verringert das Wackeln der Zielhilfe beim Schießen. Okay. Wie sieht es denn bei Gesundheit aus? Steige das mal... Oh, 25%. Können wir uns aber nicht leisten. Okay. Du regenerierst mehr Gesundheit, wenn du Heilungsgegenstände benutzt. Hm, sowas zum Beispiel mag ich sehr gern. Okay, also wir müssen auf jeden Fall fleißig Gel sammeln, ne, Leute? Moment mal, kostet das jetzt alles 1500, das erste? Ne, das nicht. Was haben wir denn bei Athletik? Ah, das, ich glaube, das mit der Ausdauer ist auch gar nicht so verkehrt, ne? Wenn wir ein bisschen länger laufen können. Boah, das ist natürlich dann so eine Sache, ne? Also, ich bin auf jeden Fall für Kampf, Gesundheit und Heilung, das. List muss ich nicht unbedingt machen, aber... Ja, gucken wir mal, wie weit wir damit überhaupt kommen halt, ne? Ob wir das hier voll ausbauen können oder nur ein Teil. Schläger. Nahkampfangriffe, darunter Angriffe mit Waffen wie Messer und Äxte, verursachen mehr Schaden. Wir kriegen Äxte, schön. Gut, dann machen wir erstmal das hier. Okay, mehr geht auch nicht. Achso, ich dachte, jetzt gibt es vielleicht nur irgendwie eine Animation oder sowas. Nö. Und das sind für die Fächer. Ich verstehe nicht. Dieser Ort. Sie wie in Beacon. Aber wir sind nicht in Beacon. Das hier ist Union. Ah ja? Es wirkt alles so vertraut. Diese Wände. Der Stuhl. Sie. Als hätte sich rein gar nichts verändert. Okay. Oh, diese Katze, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob sie mich nervt oder... Hm. Okay. Okay. Mal der Spiegel. Hallo, Kätzchen. Komm. Wie geht's dir? Ne, Projektor benutzen brauchen wir nicht. Ich glaube, hier ist so weiter nichts für mich, ne? Aber das macht keinen Sinn, hier jedes Mal rein und raus zu laufen. Oder? Nö, ne. Scheint nicht zu sein. Jo, genau. Drehen wir ordentlich gegen da. So, und durch den Spiegel kommen wir jetzt halt wieder zurück, ne? Machen wir nochmal. Ja, können wir das überschreiben, ne? Und damit würde ich sagen,
gehen wir im nächsten Teil zurück. Leute, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann werden wir in der nächsten Folge Union auf jeden Fall mal ein bisschen erkunden. Achso, hier gibt es auch keine Karte. Okay. Und auf jeden Fall will ich zu diesem Transporter. Das soll ja irgendwie eine dickere Waffe sein. Das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Alles klar, bis dahin. Ciao, ciao.